weiter reden. Wir sind dran. Ach so. Ja, ich habe ja noch Köpfchen gedrückt. Sind wir so richtig online? Nein. Doch. Jetzt ernsthaft auch hängen. Ja. Dann jetzt die offizielle Begrüßung. Herzlich willkommen. Völlig überraschend zu unserem Online-Infoabend. Heute zum Thema Stillen in der Öffentlichkeit. Und Stillen überhaupt. Das haben wir so ein bisschen kombiniert, weil wir gedacht haben, nur in der Öffentlichkeit könnte vielleicht ein bisschen weniger sein. Oder zu wenig sein. Vorab unsere Lieblingsfragen, die sich ja immer mit noch reinschleichen, egal um welches Thema es geht. Thema Corona, Thema Geburtshilfe, Thema Väter. Es sind nach wie vor Väter, beziehungsweise die eine Begleitperson, das kann natürlich auch die Frau oder die Mama oder wer auch immer sein, von der Gebärenden, die ist herzlich willkommen. Sonst bitte niemand. Und wir haben jetzt auch eine etwas verschärfte Regelung, das heißt, die Begleitperson darf kommen, darf bleiben in unserer offiziellen Besuchszeit von 8 bis 8, also 8 bis 20 Uhr, und wird darum gebeten, nicht ständig das Haus zu verlassen und wiederzukommen, sondern wirklich in dieser Zeit bei uns zu bleiben, die Zeit mit dem Kind zu genießen oder mit der Partnerin, wenn sie zum Beispiel noch nicht entbunden hat, dann darf der Partner oder die Begleitperson natürlich auch kommen. Aber halt eben nicht noch Kindergarten, Pizza holen, rein, raus, wie wir es jetzt am Anfang noch hatten, ne, in dem ersten auslaufenden Lockdown. Da würden wir wirklich drum bitten, dann noch mal ein bisschen darauf zu achten. Ja, und ich denke, das ist in Anbetracht der Tatsache, dass wir eines der wenigen Krankenhäuser sind, wo die Väter überhaupt so umfangreich dabei sein dürfen, durchaus zu tragen. Und es ist ja auch ganz schön, sich in der ersten Zeit ein bisschen aufeinander zu besinnen. Und da kann man eben vielleicht auch auf die Pizza vom Gegenüber verzichten und alles drumherum auch anders organisieren und sich auf das konzentrieren, was hier stattfindet. Denn das ist in dem Moment definitiv sowieso das Wichtigste. Genau. Aber trotzdem darf man, glaube ich, hier nochmal einen Dank an unsere Hygiene und Taskforce und Geschäftsführung danken, dass sie uns das ermöglichen, dass das so ist, dass die Väter weiterkommen, weil das ist natürlich in deren Entscheidung und nicht in unserer, obwohl wir das sehr, sehr befürworten und wir auch wieder sehr darum gebettelt haben, dass das jetzt auch wieder so durchgesetzt wird. Ja, ich denke, da sitzen Menschen, die wissen, wie wichtig eine Begleitung bei der Geburt ist, dass man das lieber nicht ganz alleine oder beziehungsweise nur mit Fremden oder zumindest halbfremden Menschen durchstehen möchte. Und das ist viel wert. Genau. Weil es ist viel wert, sich am Anfang kennenzulernen. Ne? Und so wie du es gerade schon gesagt hast, das Kennenlernen am Anfang ist ultra wichtig, weil was passiert am Anfang? Das Kennenlernen, das Schnuppern in einer guten Stillbeziehung geht ganz vieles oder fast alles eigentlich nur über die Sinne, vor allem beim Säugling, aber halt eben auch bei der Mutter. Die Mutter wird wieder so ein bisschen geerdet in ihren Urinstinkten, wie man so schön sagt. Back to the roots, denn eigentlich kann jede Frau stillen. Also nicht nur eigentlich, also wenn jetzt nicht gerade aus medizinischen Gründen da brusttechnisch irgendwas passiert ist, sollte das doch eigentlich fast immer machen. Ja, man sagt, dass das bei 97% der Frauen der Fall ist. 97% der Frauen können stillen, haben keine anatomischen oder sonst wie gearteten sportlichen Stillhindernisse. Und das ist ja auch gut so, dass das so ist. Die meisten Frauen wollen auch stillen. Und die überwiegende Mehrheit stillt auch zu Beginn. Das ist natürlich wunderbar. Und was sicherlich inzwischen jeder weiß, es ist auch einfach das Beste für die Mutter, für das Kind, die Entwicklung, für die Beziehung, nur lauter positive Effekte, das kann man gar nicht oft genug sagen. Und trotzdem ist es so, dass ja, die ein oder andere Frau eben im Laufe der Monate, im Laufe der ersten Monate, wieder aussteigt aus dem Stillen. Es ist offiziell empfohlen, bis zum 5. Monat voll zu stillen. Das schaffen dann nicht mehr ganz so viele, wie die, die euphorisch an den Start gegangen sind. Und ja, vielleicht schaffen wir es dann auch heute ein bisschen drauf zu schauen, woran das liegen könnte. Ne? Was da Schwierigkeiten sind, Stolpersteine, die im Weg liegen.
die man vielleicht auch durch gute Informationen vorher, wie sie jetzt zum Beispiel stattfindet oder wie sie auch in Geburtsvorbereitungs- oder Säuglingspflegekursen stattfinden kann, verhindert werden kann, dass man weiß, worauf man sich einlässt, weiß, welche Schwierigkeiten kommen können. Wenn man dann einen realistischen Blick auf Stillen hat, lässt man sich vielleicht nicht so leicht ins Boxhorn jagen, wenn dann die Stolpersteine tatsächlich auftreten. Ja. Also ich denke, der größte Faktor ist das Umfeld. Ne? Ganz groß der Mann, absolut. Ganz groß die Oma. Liebe Omas, ein Appell an alle Omas, lasst eure Töchter und Schwiegertöchter in Ruhe, was das Ernähren des Kindes angeht. Das sind liebevoll gemeinte Ratschläge, die oft genau das Gegenteil bewirken. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer so die Generation dahinter noch, also so diese Nachkriegsgeneration. Die haben so bei dem Thema Kinderernährung echt komische Sachen gemacht, ne, mit Schmelzflocken in die fertige Milch rein und Karotten und Karottensaft und Öl. War damals goldrichtig. Ja, so weit weg muss man heute gehen. Ja, aber ne, die haben es ja mit erfunden, so mancher Zeit. Ne? Und in der heutigen Zeit würde man sagen, um Gottes Willen, Karotte ganz am Anfang und Gemüse. Aber damals war es richtig, heute ist es einfach anders, weil wir uns weiterentwickelt haben, weil wir mehr wissen. Ne? Und das ist eigentlich so der Appell dahinter. Entwickeln sich einfach mit der Jugend mit. Daraus können auch die älteren Generationen nur profitieren. Und unterstützen Sie sie darin, wie es einfach nötig ist. Ne? Nehmen Sie einen Korb Wäsche mit. Kochen Sie eine tolle, leckere Rinder- oder Hühnerkraftbrühe, damit halt wieder die Kraft kommt. Damit die Milch kommt. Ne? Unterstützen Sie sie anders. Wenn Geschwisterkinder da sind, nehmen Sie die mal mit. Ne? Dass Mama mal in Ruhe stillen kann oder auch mal in Ruhe schlafen oder auch mal das Baby eine Stunde abnehmen, um spazieren zu gehen, damit die doch auch vielleicht etwas gebeutelte Mama mal in Ruhe duschen gehen kann. So was ganz Banales, gerade wenn der Vater berufstätig ist. Gerade zu Corona-Zeiten muss man ja sagen, das Blatt hat sich ein bisschen gedreht. Jeder ist froh, dass er Arbeit hat, wenn er die Arbeit hat und keine Kurzarbeit oder irgendwie so andere Sorgen. Wobei man da natürlich direkt eingreifen kann und sagen kann, haha, Kurzarbeit, Stillen, ja, ich habe nicht so viel Geld zur Verfügung, dann ist Stillen natürlich wunderbar, weil kostet nichts, exakt gar nichts. Also es ist immer dabei, es ist immer schön gut temperiert und damit haben wir im Prinzip schon fast die Überleitung zu dem, was wir eigentlich heute erzählen wollten, nämlich Stillen unterwegs und in der Öffentlichkeit. Ja, was für eine praktische Erfindung. Genau. Wie gesagt, gut hinbereitet, gut verpackt, immer dabei. Und trotzdem ist Stillen in der Öffentlichkeit nicht ganz so einfach, wie man sich das denkt. Man könnte ja meinen, Kind hat Hunger, Kind wird gestillt, Ende der Geschichte. So einfach. So einfach ist es eben nicht. Und ich denke, so einfach ist es nicht, weil Stillen auch für viele ein ganz besonderer und ganz intimer Prozess ist, den gar nicht jeder mit der Öffentlichkeit teilen möchte und den auch gar nicht jeder mit ansehen möchte. Und da gibt es ein Spannungsfeld, wo ich nur ganz klar sagen kann, jeder, der es nicht mit ansehen möchte, kann ja weggucken. Und jeder, der diesen Moment nicht teilen möchte oder da Schwierigkeiten mit hat, lasse es sein, beziehungsweise bereite sich gut darauf vor. Das ist das A und O. Ich denke, man sollte sich da keinen Druck machen lassen, weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Man muss sein Kind nicht im Café stillen oder im Kaufhaus, wenn es einem unangenehm ist. Nur weil die beste Freundin das so gerne macht oder weil der Ehemann sagt, so jetzt ziehen wir aber mal los. Natürlich ist es auch schön, nicht eingeschränkt zu sein und überall stillen zu können. Und es gibt ein paar Tricks, mit denen man sich die Sache leichter machen kann. Nummer eins, man informiert sich vorher, wo kann ich denn in meiner Stadt stillen? Da kann man Freunde fragen, es gibt Stillräume, eine super Bank sind immer Babygeschäfte. Ja. Die haben in der Regel immer eine ziemlich schöne und gemütliche Stillecke. Ich hätte dessen Namen wir jetzt natürlich nicht nennen. Hat das auch. Hat auch meistens Stillecken, ne? Und die sind fast in jeder Fußgängerzone das irgendwie zu finden tatsächlich. Auch eine sichere Bank sind
italienische Restaurants, hervorragend. Die, da wird man in den seltensten Fällen einen Spruch kriegen. Der ganze weite öffentliche Raum ist eigentlich unkompliziert. In Cafés, in Bars ist es ein bisschen schwieriger. Da ist ja das Hausrecht des Besitzers maßgeblich. Und da kann das natürlich tatsächlich im unglücklichsten Fall mal passieren, dass jemand sagt, bitte gehen Sie doch mal auf die Toilette mit Ihrem Kind zum Stillen oder können Sie sich nicht bitte nach da hinten setzen oder gehen Sie doch bitte ganz raus. Und natürlich kann man sich dann auf die Hinterbeine stellen und sagen, nö, mein Kind hat Hunger, ich stille mein Kind. Ist aber nicht jedermanns Sache, so selbstbewusst aufzutreten. Und ich sag mal, wenn man gerade anfängt zu stillen, ist es erst recht nicht jedermanns Sache, denn man ist da ja auch noch unsicher. Also, gut vorbereiten, sich Tipps geben lassen, wo das gut geht, dann sich praktisch gut vorbereiten, alles dabei haben, was man zum Stillen braucht. Stilleinlagen zum Beispiel. Oft ist es ja so, dass wenn man die eine Seite anlegt, die andere läuft. Und dann möchte man nicht mit nassem T-Shirt im Restaurant sitzen oder im Museum oder wo auch immer, dass man für sich was zu trinken dabei hat. Alles, was man für eine gute Stillsituation braucht, sollte man eben dabei haben. Gut ist es auch am Anfang, wenn man zum ersten Mal rausgeht mit dem Baby und möglicherweise stillen muss, dass man jemanden dabei hat. Gute Freundin, die Mama, den Ehemann, den Vater des Kindes. Es gibt einfach Sicherheit. Man hat noch jemanden, der eventuell noch mal eine Hand für einen erledigen kann. Das ist super. Gute Stillkleidung ist auch sehr viel wert. Dass man, wenn es einem unangenehm ist, möglichst wenig nackte Haut zeigen muss. Und ich sage bewusst, wenn es einem unangenehm ist, müssen da nicht wahnsinnig viel Rücksicht auf den alten Herrn am Nebentisch nehmen, der meint, dass er eine nackte Brust nur auf dem Plakat sehen kann, aber nicht in echt, sondern für uns selber. Dann ist es gut, man hat ein Still-BH oder Oberteile, die sich zur Seite wegklappen lassen. Strickjacken sind super, genau. Das geht ganz kuschelig. Ein Schal, ein Poncho, was auch immer, womit man sich gut fühlt und ein bisschen vor Blicken geschützt. Und wenn es einem angenehm ist, dann sucht man sich eben vielleicht auch einen Platz hinten am Restaurant, wo man ein bisschen geschützt ist. Nicht um die anderen zu schützen, sondern um sich selbst zu schützen. Das andere ist vielleicht ein angenehmer Nebeneffekt für den Rest der Belegschaft. Aber es ist auch für einen selber angenehm. Und je nachdem, was für ein Kind man hat, es gibt ja diese Kinder, die unruhig die ganze Zeit hin und her gucken und überhaupt nicht in Ruhe trinken können, wenn um sie herum viel los ist. Denen tut man auch eingefallen, wenn man sich ein bisschen zurückzieht. Und je etablierter so eine Stillbeziehung ist, je sicherer ich mit meinem Kind geworden bin, umso einfacher ist es natürlich auch in der Öffentlichkeit zu stillen. Umso leichter kann ich mal eben mein Kind an die Brust legen. Was am Anfang noch viel hantiert ist, das wird jeder erleben, in den ersten Tagen ist es ein riesen Brimborium und ein ziemlicher Akt. Das wird ja von Tag zu Tag weniger Brimborium. Und irgendwann ist es was ganz Selbstverständliches und Einfaches und dann ist es auch überhaupt kein Problem mehr damit vor die Tür zu gehen. Genau, also ich denke auch, in den ersten 4 Wochen ist jetzt vielleicht der Drang, nicht so rauszugehen. Auch da muss man sagen, ist das wieder das Positive an Corona. Ne? Das nimmt einem so ein bisschen den Druck der Frau, weil ich finde, der Druck kommt auch hier wieder von außen, nämlich wie du gehst nicht spazieren, wie du gehst nicht shoppen mit deinem Kind, warum gehst du nicht zu Ikea. Das habe ich alles auch in der Wochenbettbetreuung zu Hause bei den Frauen mitbekommen, die einfach gesagt haben, ja, aber meine Familie, meine Freunde, wer auch immer, Kollegen erwarten, dass ich komme und zeige, wer der neue Schatz da so ist. Was ja auch schön ist, gar keine Frage. Aber man darf damit auch einfach so lange warten, bis man sich so sicher fühlt, bis man nach draußen geht. Ne? Und das sind dann halt eben einfach so Momente, wo ich auch sage, ne, wenn man sich sicher fühlt, ist das Anlegen ja eigentlich relativ zügig. Ne? Deine Strickjacke geht zur Seite, es gibt heute so schöne Stillkleidung. Ne? Also man muss ja gar nicht mehr das ganze T-Shirt hochziehen und hat den ganzen Bauch blank, gerade zu den jetzt kälteren Jahreszeiten. Ne? Es gibt diese Still-T-Shirts, wo man wirklich nur so was aufklappen muss, ne? Den Still-BH da drunter auf und hat wirklich nur das freigelegt, was man zum Stillen braucht, nämlich die Brust. Und dann auch nur eine Seite und nicht noch irgendwie riesen Gewusel. Das ist sehr schön.
Und es ist zufällig, dass die Frau Vogel jetzt so ein Poncho anhat und ich eine Strickjacke. Und wir haben aber gerade gesagt, ach, wie praktisch tatsächlich. Und ich muss wirklich an eine Situation denken aus einem Restaurant, wo ich so zur Seite geguckt habe und eine Familie saß am Nebentisch und ich denke, wie liegt denn das Kind da? Das hat sich aber reingepuschelt in die Mama. Und war so verträumt am Gucken und hab dann erst realisiert, dass die Frau stillt, weil die halt einfach ihr Kind auf dem Arm hatte und die Strickjacke da so, oder auch ein Schal oder irgendwas, lag da so ein bisschen über dem Kopf vom Baby, halt was Leichtes, damit es natürlich gut Luft kriegt. Und in dem Moment bin ich so zusammengeschrocken und unsere Blicke haben sich getroffen von der Frau und von mir und ich habe mich nur entschuldigt, gesagt, Entschuldigung, Berufskrankheit. Und konnte mich aus dieser Situation gut rauswuseln, aber der Frau war es kurz unangenehm. Ich sagte, Entschuldigung, ich bin Hebamme und habe nur gedacht, wie liegt denn das Kind da? Haben sie super gemacht, haben toll angeregt. Dann habe ich wieder weggedreht und man hatte so den Eindruck, die Frau freut sich auch mal bestätigt zu werden, indem dass sie es gut gemacht hat. So, ne? Und eigentlich wollte ich es nur erzählen, weil ganz oft, wir sehen keine Frauen mit Kindern stillend in der Öffentlichkeit, weil wir es nicht wahrnehmen, weil es so normal ist, weil es eben nicht diese Vorstellung von blanken Brüsten und einem kleinen, verzückten Säugling davor ist, ne, und man sieht mehr Brust als Säugling, sondern Frau weiß, wie sie sich zu schützen hat, ne, wie du schon gesagt hast, wie man sich selbst zurückziehen kann währenddessen und ja, und man muss halt eben nicht im Extrablatt auf dem Marktplatz in der ersten Reihe sitzen und stillen, kann man auch, wem es gefällt, natürlich. Ich finde auch, das ist ganz wichtig. Ne? Ja, wenn das, das überhaupt kein Problem ist, würde ich auch sagen, jo, warum setzt euch in die erste Reihe und stillt eure Kinder? Denn ich denke auch, sollten sich noch viel mehr Leute an den Anblick gewöhnen. Ja. Denn du sagst, man sieht es nicht, weil es so selbstverständlich ist, beziehungsweise weil es so selbstverständlich ablaufen kann und man es kaum bemerkt. Genau. Aber dazu muss ich auch sagen, man sieht es trotzdem noch viel zu selten. Ja. Denn nicht umsonst, ne, gibt es einmal im Jahr die Weltstillwoche, die dieses Jahr unter dem Thema Stillen in der Öffentlichkeit stand. Weil das in Deutschland tatsächlich weniger weit verbreitet ist als anderswo und weil auch man in Umfragen herausgefunden hat, dass da viele Leute tatsächlich ja, ein schwieriges Verhältnis zu haben. Ja. Sagen, mir ist das unangenehm, eine stillende Frau zu sehen, warum auch immer, aber das Mittel dagegen ist, stillende Frauen in der Öffentlichkeit zu sehen. Das soll einfach normal werden. Menschen sollen sich daran gewöhnen. Wir können nicht auf der einen Seite propagieren, dass jedes Kind 5 Monate lang gestillt werden soll und gleichzeitig keinen Raum dafür schaffen, dass das selbstverständlich auch funktionieren kann. Ja, denke ich auch. Und es ist mit so vielen Möglichkeiten. Ne? Also ich meine, selbst der Arbeitgeber, steht ja im Grundgesetz quasi, ne? Dass der, jetzt der Arbeitgeber einen Zeit und Raum dafür geben darf, soll und muss, sich zurückziehen zu können, um zu stillen. Schrägstrich, wenn Baby nicht kommen kann, abzupumpen. Ich denke, wir würden in den wenigsten Fällen kommen können. Genau, das tatsächlich. Ne? Und dann denke ich halt, da muss einfach das in der Öffentlichkeit eben auch noch mit nachgefördert werden. Aber ich glaube wirklich, wir sehen viele nicht, weil Frau es so gut kaschieren kann. Also ich glaube wirklich, selbst wir, die jetzt eigentlich einen Blick dafür haben, sehen es nicht. Weil die Frauen sich wirklich gut schützen können in der heutigen Zeit. Also die Spucktücher sind ja, oder ne, man hat gerade eh die Mode mit so großen, aufgefächerten Schals. Ne, das liegt schnell über dem Säugling, das ist ja überhaupt kein Problem. Und es läuft. Natürlich nicht in den ersten 2 Wochen. Ne? Also was du auch schon gesagt hast, am Anfang stillen ist am Anfang anstrengend. Man muss sich da durchwuseln. Man muss auch manches Mal vielleicht die Zähne zusammenbeißen. Aber es wird unheimlich belohnt durch diese intimen Fütterungsmomente oder nicht nur Fütterung, sondern ja auch ganz andere Momente, die einfach nochmal anders sind als mit einer reinen Flaschenfütterung. Das ist einfach so. Und es ist was ganz, ganz Besonderes. Und das sehen wir hier ja schon auf Station, dass wenn man die Eltern in Ruhe lässt mit ihren Kindern, dass da dieses Funkeln
in den Augen von beiden Seiten kommt, sowohl vom Baby als auch von der Mama. Und das ist einfach das Besondere an Stillen. Na, und ja, das ist tatsächlich was, das ist was Wunderschönes und ja, man darf auch ein bisschen wehmütig werden, wenn man merkt, das sind jetzt die letzten Male, die Stille, das Kind schon ein bisschen größer wird. So ist mir das jedenfalls immer gegangen. Ich habe das letzte Stillen immer richtig zelebriert und mir ganz bewusst gemacht, so, das ist jetzt das letzte Mal, damit ich da irgendwie Abschied von nehmen konnte, weil das eine ganz besondere und ganz innige Zeit ist. Und die gerade eben diese, du hast es eben schon gesagt, diese ersten Stunden, Tage, Wochen sind so furchtbar wichtig. Ich sage mal, in denen lernen die Eltern ihr Kind zu lesen. Dass man merkt, auch, dass es nicht nur schläft und schreit, sondern dazwischen sind diese Tausende von kleinen Abstufungen, sodass eine Mutter nach ein paar Tagen schon erkennen kann, ah, wenn mein Kleiner mit dem linken Mundwinkel zuckt, dann weiß ich gleich nach der Aufeinander Hunger oder was weiß ich. Irgendwie in der Art ist dann jedes Kind anders und plötzlich entwickelt sich da was und die Eltern wissen, ja, das ist unser Kind und genau so funktioniert das. Und man schwingt sich so aufeinander ein. Das ist wunderschön zu beobachten, schon hier in der Klinik, aber natürlich auch in den Wochen danach, eben dieses Familiewerden so ein Prozess ist. Und das Stillen ist ein ganz maßgeblicher Teil davon. Und da stehen die Väter ein bisschen außen vor, aber sie dürfen auch Teil davon werden, gerade am Anfang, wo sie noch so viel unterstützen können und helfen können. Mit Handgriffen, mit Anreichen, gerade die Mutter, die in den ersten Tagen sich vielleicht noch nicht so richtig regen kann, der kann man das Kind dann schon mal wickeln und hinbringen. Der Papa kann dafür sorgen, dass eben was zu essen und zu trinken dasteht. Ja. Und der Papa kann eben die Mama unterstützen. Ja. Genau, und sagen, hey, ich finde das gut, was du machst. Weiter so, der auch eben diese Momente teilen kann und auch in der Brust was anderes sehen kann, als das, was er vielleicht davor hätte gesehen hat und es auch wertschätzen kann. Ja. Das finde ich eine ganz elementare Väterrolle, die da wichtig und notwendig ist. Ja, es passiert halt Bindung und so viele Bausteine, wie du gesagt hast, ne, dieses Grundvertrauen wächst und die Grundsteine fürs Grundvertrauen von beiden Seiten, dass man sich vertrauen und verstehen lernt, kommt von nicht nur bei den Eltern. Ne? Also das muss man auch nochmal erwähnen. Diese ersten 4 bis 8 Wochen ist wirklich die Zeit, wo man wirklich sich rund um die Uhr einfach nur ums Kind kümmern darf. Weil da wird das Urvertrauen und der Urstein fürs Kind gelegt, zu wissen, wenn ich wirklich was habe, ist da jemand. Da kommt jemand. Wenn ich rufe, ist er wer. Und da muss man einfach sagen, diese tief sitzenden Ängste, die ja oft auch jemand hat, kommt auch mitunter von diesem, ne, lass mal schreien, stärkt die Lungen, hat unsere Oma schon so gemacht. Das muss heute nicht mehr sein. Man muss nicht, wenn das Kind 3 Jahre alt ist, bei jedem Mäh sofort springen, gar keine Frage. Aber in der Anfangszeit darf man gucken gehen. Und ich finde, man muss gar nicht gehen, weil man hat es eh immer irgendwo an sich, bei sich, dran. Und auf jeden Fall signalisieren, ich bin da, ich habe dich gehört. Das Kind muss ein Signal kriegen, mein Schreien oder mein Quengeln, Rufen, das Verhalten nicht im luftleeren Raum. Das Kind muss die Erfahrung machen, die Welt ist gut, darauf ist Verlass. Deswegen muss sich jemand einigermaßen prompt, aber eben auch zuverlässig kümmern. Da muss jemand da sein, der das Rufen hört. Und wenn das tatsächlich in den ersten Tagen, Wochen, Monaten zuverlässig geschieht, dann ist ein Grundstein gelegt, den keiner mal wegnimmt. Ja. Und Stillen kann da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und eine ganz besonders schöne Rolle. Ja, so kann ich nur immer wieder sagen. Sehr viel wert. Macht einfach Spaß. Ja, das muss schön sein. Und trotzdem, wie gesagt, gibt es ja Schwierigkeiten, ne? Also, wie du eben schon gesagt hast, es tut manchmal weh, gerade am Anfang. Ne? Also ja, Stillen soll nicht wehtun, wenn es permanent wehtut, dann ist auch irgendwas, aber um die
runden Brustwarzen kommt kaum jemand drumherum, zumindest mal kurz. Aber dagegen ist ein Kraut gewachsen, man kann sich Hilfe holen. Ja. Lasert das. Und genau. Hier wieder der Appell, ne, an alle Frauen, die bei uns sind. Sagt Bescheid. Unser Standardspruch, und der stimmt, Gott sei Dank, wir können nicht in Türen und Wände gucken. Das heißt, auch wenn wir auf dem Flur sind und maybe schreien hören, das kann ja mal sein, dass ein Kind schreit, schrägstrich meckert, weil es hier auf unserer Wickelauflage liegt und einfach nur eine frische Windel bekommt und schimpft, weil es kalt am Po ist und das jetzt gerade nicht so lustig findet. Ne? Deswegen stürmen wir ja nicht direkt rein, weil wir wollen ja dieses Vertrauensverhältnis auch gar nicht stören, was gerade zwischen Vater und Sohn oder Vater und Tochter vielleicht gerade stattfindet, ne? Und wollen den Eltern gar nicht vermitteln, dass sie immer alles falsch machen oder sowas. Das kann ja auch passieren, wenn man so ständig bei jedem Quäken hier reinkommt. Das heißt aber, wenn sie anfangen zu stillen, sie dürfen das natürlich immer selber probieren, aber nach ein paar Minuten merken, boah, irgendwie klappt nicht oder das Kind hat zwar angesaugt, aber boah, das tut so weh, oder das zieht, melden. Mann rausschicken oder klingeln, wenn der Mann nicht da sein sollte. Wir kommen wirklich gerne rein und gucken lieber bei jedem Stillen kurz oder auch länger drauf und schauen, ob das Kind ordentlich angelegt ist. Weil da gibt es wirklich, ne, das ist das A und O, dass das Kind gut an der Brust ist, nicht nur irgendwie, ne, so ein bisschen an der Brustwarze rumsaugt. Sondern da halt eben, ne, den Mund schön aufmacht. Und da gibt es ein paar Tricks, die wir Ihnen dann gerne zeigen. Das ist immer leichter, wirklich in dem Moment zu zeigen. Ne? Sollte es aber mal wehtun, über der Frau Vogel hängt schon das schöne Plakat von Schmerzen beim Stillen, Fragezeichen. Ne? Wir bieten das Lasern an. Das heißt, jede Frau darf auch gerne vorsorglich so 3 bis 5 Mal am Tag zum Lasern kommen. Der Laser steht bei uns im Stillzimmer, am Schwesternzimmer und sollte es auch wirklich nutzen. Ne? Das sind 10 Minuten, die man braucht, um zu lasern. Und ansonsten gibt es bei uns auch noch wertvolle Tipps und Tricks, um diese holprige Zeit, nennen wir es mal so, gut zu überstehen. Ja, es sind eigentlich, ne, wenn man es weiß, sind es ganz tatsächlich einfache Grundsätze, einfache Handgriffe, mit denen die meisten Stillprobleme zu beheben sind. Und ja, man muss eigentlich nur Piep sagen, auch hier oder auch wenn man zu Hause noch Schwierigkeiten hat. Und selbst wenn sich Schwierigkeiten einstellen, nach Wochen oder Monaten sind Hebammen noch Ansprechpartner, Elternsprechstunde ist Ansprechpartner. Es gibt mannigfaltige Hilfsangebote, es gibt Stillberaterinnen. Ja, Hilfe holen ist ganz, ganz wichtig. Ja. Denn alleine um Doktoren, wenn es vorher schon nicht gut geklappt hat, ist da wenig vielversprechend. Ja. Und ein Profi, wie gesagt, hat dann eigentlich ganz einfache Handgriffe und Tipps und sozusagen das kleine Einmaleins des Stillens und guckt, dass das eben auch richtig umgesetzt wird und schwupps, lösen sich die meisten Probleme tatsächlich in Wohlgefallen auf. Mhm. Sagt es ja eben so, ne? Viele Frauen steigen so früh wieder aus diesem Stillgeschehen aus. Da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung ist so der Klassiker, so nach 8 bis 10 Wochen, dass viele Frauen echt verzweifelt sind, weil dann ein großer Wachstumsschub vom Kind kommt und gleichzeitig die Brust sich wieder normalisiert in dieser Stillphase. Das heißt, die Brust, die am Anfang doch recht voluminös unterwegs war, normalisiert sich wieder, dass man nicht immer so sehr prall gefühlt unterwegs ist, ne, was ja auch irgendwann lästig ist. Das heißt, die normalisiert sich, was neu ist für die Frau, dass da nicht mehr die ganze Zeit diese Fülle herrscht, also diese fühlbare Fülle, nämlich in Form von Härte. Und das Kind hat gleichzeitig ständig Hunger und ständig den Bedarf, ganz nah bei Mama zu sein, am besten wieder reinzukriechen, ständig zu trinken. Und diese Kombination lässt denken, meine Brust macht nichts mehr. Ich habe keine Milch mehr, die Brust wird weich, geht zurück. Das Kind will ständig trinken, da ist nichts mehr. Was ja völlig falsch ist. Es normalisiert sich und stellt sich einfach nur neu ein. Und da muss ich sagen, in der heutigen Zeit, wo es ja leider immer mehr Frauen gibt, die keine umfassende Wochenbetthebamme finden, da gibt es ein echt nettes Buch, das heißt Oje, ich wachse. Das ist so ziemlich das einzige Buch, was ich empfehle.
Und das ist, oder also die Stilllektüre von Hannah Lothrop ist natürlich auch noch ganz toll, aber das ist schon sehr auch still vertieft. Aber also dieses sehr detailliert. Also ich denke, super detailliert, da muss man schon wirklich Interesse dran haben. Aber dieses Oje, ich wachse, ist einfach nett. Da gibt es einen Kalender drin mit Gewitterwolken, was übrigens Väter immer sehr gerne auf den eigenen Kalender zu Hause akribisch übertragen, wann so ungefähr Gewitterwolken so zu erwarten sind. Und das hat schon manche Eltern in so kleineren Krisen gut geholfen, weil man mal schnell was nach. Ich finde das so, das ist so nett, man kann schnell mal eben kurz was nachlesen. Wenn man jetzt nicht gerade den Elterncoach sofort anrufen will oder die Hebamme zur Hand hat oder ja, man kennt sich ja auch so, ne? Man will vielleicht trotzdem noch mal was nachlesen, obwohl man jemanden gefragt hat. Das ist ein nettes Buch, um so ein bisschen über so diese Tiefen wieder ganz gut hinweg zu kommen. Ist zwar nicht explizit nur auf Stillen ausgerichtet, dieses Buch, aber halt wirklich so auf die Kinderentwicklung, was so im ersten Lebensjahr alles abläuft. Und das spielt so sehr in Stillen und in diese Beziehung mit rein, finde ich, dass man das in dem Bezug schon gut aufgreifen kann. Absolut. Das Stillen ist ja ein scheues Reh und lässt sich leicht verjagen und beeinflussen und tatsächlich nimmt da unheimlich viel Einfluss drauf, ebenso Entwicklungsschübe, ne? Oder die Eindrücke des Tages. Also, wenn viel los war, ist das Stillen vielleicht abends schwieriger oder umso notwendiger und intensiver. Das Schwierige bei der Sache ist ja, dass es sich nicht so genau sagen lässt. Dieses Buch ist tatsächlich sehr nett geschrieben und leicht und informative Lektüre und trotzdem sage ich so gerne dazu, wenn man sein Kind in dem gegebenen Beispiel nicht wiederfindet oder da steht, dass der Wachstumsschub zwischen der 8. und der 10. Lebenswoche ist, aber mein Kind ist jetzt schon 12 Wochen alt, sag auch mal plus minus 2 Wochen. Es ist halt individuell. Ja, und das kann man gar nicht oft genug sagen. Jedes Kind ist anders, alle Eltern sind anders, jede Beziehung ist anders und auch jede Entwicklung ist ein bisschen anders. Und Information ist wichtig, Hilfe ist wichtig und Ansprechpartner in Form von Ratgebern, Internetseiten, Hebammen, Elterncoaches, Stillberaterinnen, was auch immer. Menschen, die einem zur Seite stehen und einem sagen können, so wie es macht, ist es gut und einem helfen, es einzuordnen, was man da alles Neues erlebt. Ich denke, das ist das A und O. Genau. Ich denke auch. Ich denke auch, so haben wir eigentlich umfassend heute alles Mögliche erzählt zum Thema Stillen in der Öffentlichkeit. Ich gucke mal unsere Kamerafrau an, es sind keine Fragen reingekommen. Das heißt, entweder es sind wirklich keine Fragen da gewesen oder wir haben so viel gequatscht, dass wir alles erzählt haben. Unsere liebe Kamerafrau darf mal kurz verraten, wann der nächste Online-Infoabend ist. Ja, gerne. Am Donnerstag, den 19. November, 18 Uhr. Wieder mit einem Corona-Spezial zum Thema Geburtshilfe. Sehr schön, wunderbar. Da wird dann wahrscheinlich auch wieder unser Oberarzt oder unser Chef. Unser Chef persönlich. Chef persönlich, ja, wunderbar. Dann kann nichts mehr schief gehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Alles Gute.